Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 21. Mein Name ist Jan, willkommen in der Torwartspielerkarriere. Heute haben wir nämlich wieder was Besonderes vor. Wir sind schon am 7. November, also wir kommen Richtung Wintertransferphase. Das ist natürlich für uns auch interessant. Wechseln wir da schon und suchen uns einen neuen Verein, vielleicht in der höheren Liga, zweiten Bundesliga oder sowas, eine neue Herausforderung. Die werden wir auf jeden Fall schon in dieser Folge haben, weil ich bekomme es immer mal wieder in den Kommentaren gestellt, Jan, mit was für Einstellungen spielst du denn jetzt eigentlich? Weil bei der Torwartspielerkarriere muss man doch immer mal wieder ein bisschen was verändern, damit quasi das Gameplay ja so gut wie möglich ist, damit viel aufs Tor kommt. Das wollen wir haben, ganz klar. Und es stand was Interessantes in den Kommentaren und das werden wir heute zusammen ausprobieren. Also, viel Spaß mit dieser neuen Folge. Los geht's. Das wird heute, ja, ich sag mal, schon fast eine Premiere. Zumindest für mich, für die meisten, für euch, aber wahrscheinlich auch. Also, wir sehen hier drei Spiele im November. Kaiserslautern, Rostock, Uerdingen. Also, wir kommen auf jeden Fall in den Dezember heute und da auch nur drei Spiele. Also, das heißt, Wintertransferphase naht und ihr könnt jetzt schon mal reinschreiben, wo wir denn vielleicht mal hinwechseln sollen. Wenn wir Angebote bekommen, vielleicht. Ich glaube, einfach nur, weil ich möchte sehen. Ich möchte sehen, ob es funktioniert und so. Das mit dem Vertrag ist ja auch in der Spielerkarriere in FIFA immer so eine schlechte Sache eigentlich meistens. Das ist in Pro Evolution Soccer viel besser, schon seit Jahren. Generell die Spielerkarriere-Option, die man da alle hat. Und deswegen spiele ich natürlich auch eine PES-Spielerkarriere. Ist natürlich auch oben in der Infokarte verlinkt, wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, wie es wirklich, ich sag mal, gut funktioniert. Aber vom Gameplay hier in der tollen Spielerkarriere macht das Ganze natürlich auch Spaß. Wir haben jetzt einen Transfer angefragt. Das wird der Trainer wahrscheinlich erstmal tausendmal ablehnen. Aber wir machen es ganz häufig weiter, um dann vielleicht Angebote für den Winter schon zu bekommen. So, und jetzt ganz wichtig für die Einstellung, ich spiele auf Legende, dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad jetzt hier in der Torwartspielerkarriere. Das liegt nicht daran, dass ich es auf einer höheren Schwierigkeitsstufe nicht schaffen würde. Ich habe das einfach mir angewöhnt, das ist auf Legende zu machen und nicht auf Ultimativ, weil ja Mitte, Ende FIFA 20 wurde der Ultimativ-Schwierigkeitsgrad nochmal so, ich sag mal, kaputt gepatcht. Und in FIFA 21 habe ich mich da noch nicht so rangetraut, weil das im Torwartkarrieremodus damit einfach gar nicht funktioniert hat, weil ja, es kamen viele Chancen aufs eigene Tor, das ist schön, aber wenn man unter das eigene Team nie selber Tore schießt, dann macht es natürlich auch gar keinen Spaß, weil man kann ja dann gar nicht mehr gewinnen. Deswegen kann man nicht nur nach der Schwierigkeit gehen, aber was in den Kommentaren stand, stell doch mal den Wettkampfmodus ein, dann braucht man hier hinten bei den Gameplay-Anpassungen selber nichts mehr verstellen und ihr seht, ich habe hier jetzt auch gerade nichts verstellt. Und wir schauen uns das jetzt zusammen auf dem Schwierigkeitsgrad Legende mit dem Wettkampfmodus an. Die Spieler werden wahrscheinlich jetzt richtig hart rumskillen. Ich weiß nicht, wie es das ja vom Gameplay realistisch ausschaut, aber wir werden uns das jetzt zusammen angucken. Vielleicht ist das ja für die Torwartkarriere eine Bereicherung und man braucht gar keine so komplizierten Einstellungen, wie ich sonst immer mache. Los geht's, Saarbrücken gegen Kaiserslautern. Kaiserslautern auf Platz 4. Also das wäre doch auf jeden Fall mal schon eine schöne Sache, gegen die heute hier gewinnen. Also das Spiel, ich bin wirklich richtig gespannt. Es wäre klasse, wenn man an diesen Reglern nicht mehr so viel rumdrehen müsste. Weil man es auch, ja, wenn man eine Trainerkarriere spielen will oder sowas, dann muss man es halt auch wieder umstellen, wieder zurückstellen. Das ist natürlich auch total nervig. Keeper, sei leise, jetzt kein Alarm. Beste Abwehr Saarbrücken, 13 Spiele gespielt, nur 9 Gegentreffer, also auch das ein Lob an uns selber. Und die erste Chance vielleicht jetzt auch schon direkt und der Ball landet im Tor, 1:0 und viel weniger Skills bis jetzt, als ich dachte. Vielleicht, ich meine, ich dachte selbst, die Drittligaspieler würden dann hier rumskillen wie sonst was. Dass sie eigentlich dafür nicht die Fähigkeit haben, ist mir natürlich bewusst, aber ja, der hat jetzt hier nicht den Torwart versucht rauszudribbeln, schon ein bisschen verwunderlich. Ja, die erste Situation für uns, die wollen hier auf jeden Fall mit guten Pässen bis jetzt das rausspielen. Und also ja, die, also ich habe das Gefühl, die passen noch mehr als vorher. Und versuchen sich irgendwie einen Meter vor das Tor rauszuspielen. Und ich finde das generell schade, dass nicht so viele Distanzschüsse gemacht werden. Halbzeit 1:0.
da kann auf jeden Fall noch mehr kommen. Wir machen hier so ein bisschen eine Experimentfolge. Ja? Also ihr seid live bei diesem Experiment mit dabei. Wir werden gleich nochmal auf Ultimativ dann hochschalten und ein Spiel mit meinen Einstellungen irgendwie spielen, je nachdem, wie es halt klappt. Und dann werden wir das Perfekte herausfinden und dann, je nachdem, was das Beste ist quasi, je nachdem veröffentliche ich natürlich meine Einstellung dafür natürlich auch, damit ihr das auch so mitbenutzen könnt. Spieler des Monats war ja auch ein großes Thema. Aber dafür muss jetzt hier, ich meine, wir haben jetzt die drei Spiele in diesem Monat, auch in dieser Folge. Das heißt, bis jetzt nur eine 7,2. Müssen noch ein, zwei Schüsse aufs Tor kommen, die ich halte. Und dann bin ich wieder mit einer richtig guten Bewertung mit dabei und dann könnte es diesen Monat abgehen. Ja, okay, da hatten wir jetzt mal eine Situation, die habe ich nicht super erst reingelöst, aber ja, ich hatte meine Beine quasi mit im Spiel, hätte ich aber auch früher rausrennt. Ja, jetzt war ein Ball, ich wäre gerne noch hinterher gerannt, um den in der Ecke zu retten, aber ja, Flanken tun die jetzt nie mit dem Modus. Dann versuchen das immer mit Pässen irgendwie zu lösen. Aber leider werden sie halt von meiner Verteidigung auch sehr häufig am Schuss generell gehindert, wodurch wenig auf mein Tor kommt. Ja, doch, so weit, so gut. So, Spiel abgepfiffen. Ich muss ganz ehrlich sagen, erstmal hierzu, ja, es war nicht schlecht. Wenn man keine Lust hat, nicht viel einzustellen, dann hat man damit auch schon ein bisschen Spaß, aber super spektakulär war das jetzt nicht. Immerhin, wir haben eine 8,0er Bewertung, ein bisschen rauslaufen, eine schöne Parade und so hatten wir auch mit dabei. Als Durchschnittsspiel mit Sicherheit nicht schlecht. Ich meine, Saarbrücken gegen Kaiserslautern ist jetzt auch nicht so das krasseste Game so. Deswegen ist es halt mit der Aussagekraft immer für Spiel zu spielen nicht ganz vergleichbar, aber ich sag mal, es war an und für sich okay. So, die Bitte wegen des Transfers wurde natürlich, ja, wie erwartet, abgelehnt. Wir fragen einfach nochmal an. Okay, danke FIFA dafür, dass ich nicht nach oben schalten kann und jetzt nicht... Alter, was ist das für ein Drecksgame, Alter? Wieso kann ich nicht nach da oben schalten? Hier funktioniert alles ganz normal und dann... The fuck? Okay, dann muss ich hier nachschauen. Tatsächlich hat das, ja, es hat funktioniert. Wir sind auf der Transferliste, so kann man es auch natürlich nachgucken, wenn ein Kiefer anders die, ja, einen Strich durch die Rechnung macht. Auch Hansa Rostock richtig gut mit dabei, die sind, jetzt auf Platz 4. Also, es ist jetzt natürlich noch auf Legende, das müssen wir anpassen, ganz klar, und zwar auf Ultimativ, nicht Alternativ. Ultimativ, perfekt. Und ja, ich habe jetzt gerade gesehen, die Trikots, das ist natürlich nicht optimal. Aber man muss ganz ehrlich sagen, besser geht's auch nicht so richtig. Also, wobei, so mit Aussetz und Time einmal getauscht, ist es noch okay. Wir wollen ja auch irgendwie erkennen können, wer wo spielt. So, auf geht's, Hansa Rostock. Ja, alles leider nicht lizenziert bei den Tortrikots. Wie gesagt, auch das ein Grund zum Wechseln. Hansa Rostock gegen Saarbrücken. Wir sind auswärts diesmal auf Ultimativ mit diesem Spielmodus ein. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie er heißt. Das ist natürlich das Fail, aber ne, ihr habt ja den Haken ja gesehen, was wir da eingeschaltet haben. Irgendwas mit E-Sport, KI, geil, genau. Das haben wir eingestellt. Ja. Das war generell kein schlechter Versuch. Hat ihn auch ordentlich mit Wucht drauf gebolzt, aber halt auch neben das Tor. Halbzeit, also ich muss sagen, das gefällt mir so jetzt noch nicht. Es gab diese eine Chance von Rostock, die ordentlich stramm drauf gezimmert wurde. Aber mehr ist im ganzen Spiel halt irgendwie leider nicht passiert. Also es scheint irgendwie immer noch so zu sein, dass der Ultimativmodus sich teilweise gegenseitig einfach tot macht. Und auch hier, also ich muss sagen, man erkennt keinen großen Einstellungsunterschied, dass die jetzt plötzlich total anders spielen.
wie es halt angeblich in der Trainerkehre aber sein soll. Also in der Spielerkehre sind die meisten Sachen, auch wenn man sie theoretisch auswählen kann, irgendwie halt doch nicht implementiert. Und so ähnlich könnte ich mir vielleicht hier bei dem Gameplay auch sogar vorstellen. Ja, Pfostenschuss, gar nicht schlecht. Weiß nicht, ob ich da noch mit dran war. Ich glaube tatsächlich nicht. Jetzt habe ich da pariert, also Rostock viel besser. Wir noch komplett ohne Chance in der 78. Spielminute. Die jetzt würde ich mit drei Großchancen, kann man es wirklich so nennen. Ich meine, einmal Pfosten, einmal ganz knapp daneben, jetzt einmal hier aufs Tor auch direkt, wo ich einschreiten musste. Also ja, bei uns läuft noch gar nichts hier. Spiel vorbei, Endstand 0-0. Er hat zweimal pariert, 6,8er Bewertung. Ich meine, an und für sich ein ganz sauberes, normales Spiel. Aber auf unserer Seite, also da war halt null. Oh, wir haben sogar ein Transferangebot jetzt schon. Ah, ich kann es mir aber nicht angucken. Das ist so geil, ist das. Soll der Scheiß. Oh mein Gott, ich hätte gerade fast die Story-Karriere überspeichert. Bitte sag, dass ich es nicht gerade wirklich gemacht habe. Der wievielte ist heute? Oh, der okay. Ich habe sie nicht überspeichert. So, okay, einmal raus, einmal rein. Hat gereicht quasi. Aber ja, also, das ist ja mal gar nicht. Also, das lehnen wir ab. Wer sind die denn? Also, es ist der Wettkämpfermodus, hieß es tatsächlich. Ja, aber ich muss sagen, das stelle ich tatsächlich wieder aus, weil ja, meine Einstellungen sind einfach besser, muss ich sagen. Die stelle ich jetzt schnell wieder ein und dann machen wir damit das nächste Spiel wieder. So, jetzt habe ich alles wieder zurück umgestellt, hat ein paar Minuten gedauert und ich zeige euch jetzt mal kurz im Schnelldurchlauf alle Einstellungen, damit ihr, ja, ihr könnt einfach auf Pause drücken, wenn ihr die haben wollt, theoretisch. Da ich erkläre nicht so viel dazu, ich habe ein Einstellungstutorial mal gemacht und viel hat sich daran nicht geändert. Ein paar Feinheiten habe ich anders eingestellt, aber das seht ihr jetzt hier. Und wenn ihr eine Erklärung haben wollt, weswegen ich wie, wo, was eingestellt habe, dann schaut doch nochmal auch die alten Tutorials, weil die Fakten sind quasi immer noch komplett gleich geblieben. Wir haben sogar noch ein Transferangebot bekommen. Geil. Nochmal. Weiß nicht aus was für einer Liga, aber ja. Schön, dass die bei uns anfragen. Und wieder ein Verein, der weit oben steht, mit in der Tabelle. Wir spielen jetzt gegen Uerdingen. Und bis jetzt muss man auch wieder sagen, also wir sind noch zu null in dieser Folge. Also das immerhin schon mal eine Spitzensache. Also auf geht's, Saarbrücken gegen Uerdingen. Ja, und so schnell kann das dann gehen. Fünfte Spielminute, 1-0. Jawohl, Saarbrücken ist in Führung. Astrein rausgespieltes Tor. Abwehr kommt nicht ganz hinterher. Wobei man ja gesehen hat, ich habe die Gegnerspieler sogar schneller eingestellt, damit die quasi uns ein paar Mal auskontern können und so. Aber Stellungsspiel bei denen einfach fehl am Platz. Und deswegen können wir mit Leichtigkeit das 1-0 erzielen. Ja, weil ich will damit so ein paar 1 gegen 1 Duelle, das mache ich ganz gern. Da will ich damit rauf beschwören und ja, dafür muss man die auch mal ein bisschen schneller machen. Chance Nummer 2, zweites Tor, Saarbrücken liegt vor, 25. Spielminute, wunderbar gemacht. Die Lücke ist offen. Also, Uerdingen ist doch so ein bisschen im Tiefschlaf, vielleicht schon in der Wintertransferphase. Ja, 3-0, alles klar, ein bisschen glücklich das Tor. Also, dass es in dem Umfang und in der Höhe jetzt ja auch schon 3-0 steht, hat Uerdingen vielleicht nicht ganz so verdient, aber wir sind einfach gerade vor dem Tor eiskalt. Wunderbar. Erster Schuss jetzt auch von Uerdingen, knapp vor der Halbzeit, den pariere ich. Halbzeit 3-0. Ja, man muss sagen, ist so ein bisschen aus dem Verhältnis jetzt gerissen, dieses Spiel. Weil also es ist, die Vergleichbarkeit ist auch schlecht, muss man sagen. Aber selbst wenn man dasselbe Spiel mit unterschiedlichen Einstellungen spielen würde,
kann man es nicht so richtig gut vergleichen, weil es ja doch dann immer ein anderes Fußballspiel ist. Dass es jetzt hier mit 3:0, ich sag mal, schon fast ausartet, ist ziemlich krass, weil ich habe die sogar nach dem 2:0 Gegner noch ein bisschen schneller wieder gemacht. Dann gab es immer eine Chance, aber es ist immer so ein bisschen schwer, das miteinander zu vergleichen. Weil ich meine, mit den Einstellungen haben wir auch gegen Magdeburg 2:0 und so verloren, da ist jetzt auch nichts anders dran. Deswegen kann ich jetzt so nicht sagen, dass es. Alarm! Das ist jetzt hier viel zu leicht. Es ist ja eigentlich nicht, sondern die Einstellungen sollen es ja sogar eigentlich schwerer machen. Ja, ein Ball auf mein Tor jetzt keine riesige Chance. Eher weniger, muss man sagen. Jetzt kommt natürlich der Schuss, 81. Spielminute, eine richtig gute Chance und den kann ich dann nicht halten. Zu weit ins lange Eck, zu platziert. 3:1. Spiel abgepfiffen, wir gewinnen mit 3:1. Die zweite Halbzeit war jetzt nicht mehr so dominant. Ich meine, wir haben es gesehen, wir haben ein Tor kassiert, selber keins geschossen. Also das war doch schon wieder ein Unterschied. Immerhin unsere Ziele, die haben wir alle erreicht, soweit so gut, auch wenn wir sie jetzt nicht mit Bravour gemeistert haben. Und das sind die nächsten Ziele, auch das alles wieder sehr machbar. Wir haben auch ein neues Transferangebot und ja, das ist glaube ich eins aus Amerika, aber auch das lehnen wir ab, weil da wollen wir also irgendwie sowas, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, gut, Französisch weiß ich jetzt aus Erfahrung aus, ja leider muss ich sagen, aber das ist generell bei vielen, ich sag mal, ausländischen Ligen, so dass, klar, es gibt immer wieder welche, die in die Kommentare schreiben, ja, wechsel dahin, Abwechslung und dann muss man aber sagen, die meisten, wenn man zum Beispiel, ich war in FIFA 20 am Ende in der französischen ersten Liga, um Abwechslung zu haben, da ist man nicht so häufig, aber dann haben kaum welche zugeschaut. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist die Liga so scheißegal, Hauptsache ich habe Spaß beim Gameplay so und der Verein ist eigentlich auch total Schnurz, aber leider muss ich sagen, ist das bei euch Zuschauern nicht immer so der Fall. Das heißt, es ist schon immer so ein bisschen schwer zu sagen, wo man hinwechseln will. Ich sag, aus allen europäischen Ligen würde ich von coolen Vereinen ein Angebot annehmen, aber ich glaube am liebsten würde ich tatsächlich auch für euch erstmal den Schritt in die zweite Liga wieder gehen. Aber wie dem auch sei, wir haben jetzt heute viel gesehen mit Einstellungen hin und her und dass, ich sag mal, nichts perfekt ist, das kann man ganz eindeutig sagen, das hat man hier nochmal verdeutlicht gesehen. Nichts ist perfekt. Aber ich hoffe, ich konnte euch trotzdem mit diesem Video weiterhelfen, unterhalten. Das wäre auf jeden Fall schön. Checkt noch die ganzen Playlists ab. Es gibt so viele Karrieren hier auf meinem Kanal mit PES und mit FIFA. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt natürlich auch noch kostenlos machen. Würde mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Sobald ihr dann draußen ist, schaut in einem Community-Tab im Upload-Plan. Eigentlich müsste es sogar schon morgen um 16:30 Uhr hier wieder in der Tortenspielerkarriere der Fall sein. Also haut rein. Ciao.